Herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Wuster und spielen Jurassic Park Evolution 2. Und wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, indem wir Personal in die Pause geschickt haben. Und wir haben uns auch in die Pause verabschiedet, einfach in die nächste Folge. Und wir konnten ja in der letzten Folge ja den Park ganz gut wieder stabilisieren. Wir waren echt kurz vorm Bankrott. Und ja, jetzt... Wir stehen eigentlich mit knapp 5 Mio ganz gut da. Ich würde jetzt auch dann die ersten Expeditionen weiter forschen, damit wir hier Sachen bekommen. Und dann mal schauen, welche Dinos wir in den Park uns holen. Weil ich habe, wo habe ich das gesehen? Ja, hier, wenn wir hier draufklicken. Genau, hier zum Beispiel, der bringt Prestige von 47. Ist jetzt, ja, okay. Aber hier haben wir einen Tyrannosaurus Rex und der bringt gleich mal 1200. Und ich glaube, das ist auch so ein Wert, der hier mit reinfließt. Wo war denn das? Genau hier. Ach, hier, genau. Wir brauchen 22 sichtbare Saurier. Die haben wir. Okay. Das heißt, wir bekommen hier das. Genau, das würde ich dann als nächstes machen. Ich glaube, das müssen wir noch erforschen, die Unterhaltung. Das war so ein großes Gebäude. In der letzten Mission hatten wir das Kino und ich glaube noch ein anderes Gebäude. Attraktionen. Wo sind denn die? Das waren die Touren. Beobachtung, Gäste. War das das? Oder war das das? Ach, die haben wir schon erforscht. Okay. Dann würde ich... Kleines Hotel. Ach, hier war das. Das war mein Fehler. Hier waren die Attraktionen. Genau, und dann bekommen wir Attraktionen. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir... Ja, kriege ich das hier rein? Ja, das würde ich sogar hier reinkriegen. Ich würde hier auch so einen Aussichtsturm reinbekommen, ne? Aber ich glaube, ich würde lieber das bauen. So. Ja, konfigurieren wir gleich. Machen wir zuerst hier noch... Einmal hier hin und... Einmal hier den Weg. So. Ja, ist nicht ganz mittig, aber ja, es lässt sich nicht groß anders machen. Hier würde ich eine Attraktion reinsetzen. Ja, hier hinten vielleicht irgendwo, vielleicht hier. Müssen wir dann schauen. Hier haben wir auch noch Platz. Und. Ja, okay, dann lassen wir mal laufen. Weil die Attraktion bringt jetzt. Genau, nochmal 100 Anziehungskraft. Und die Anziehungskraft war ja das, was uns hier, ja genau hier, uns mehr Leute bringt. Und die mehr Leute bringen uns dann mehr Einkommen, Tickets. Okay, die Abenteurer steigen aber langsam. Jetzt haben wir schon 7%. Okay. Gut. Das heißt, wir sollten hier mal die Schutzraum. Hier bräuchten wir noch einen Schutzraum. Den plane ich lieber gleich, bevor ich den wieder vergesse. Hier irgendwo. Ja. Lass mal das noch frei, falls wir hier irgendwas Neues bekommen. Dann können wir das da hinsetzen. Okay. So, schauen wir mal. Ja, okay, das passt. Das heißt, wir müssten dann hier vielleicht noch einen Schutzraum irgendwie einplanen. Oder wir verschieben den hier rüber, weil hier haben wir einen Schutzraum. Hier, ich glaube, ich würde den lieber dann auf die Seite verschieben. Hm. Nee, Weg noch. Ja, das mit den Wegen ist nicht ganz so ideal. So, schauen wir mal. Hm. Ja, wir könnten dann vielleicht hier noch einen Schutzraum
gleich auffüllen. Ja. Machen wir mal weiter hier mit den Planungen. Ja. Nicht ideal, auf jeden Fall hier ein Schutzraum. Schutzraum. Setze ich mal so, dass er... Könnte schon sein, dass es schon angeschlossen ist. Jetzt ist aber sicher angeschlossen. Halt, hier. Ja, schon besser. Oh. Ah, hier ist auch. Hier fehlt auch der Sprit. Ja. Aber vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Ich mach mal den Zaun. Und zwar hier rüber. Das wollten wir ja eh schon verkleinern, hier den Bereich. Und dann bauen wir hier noch einen Bunker, also einen Schutzraum hin. Halt, hier. Ja, vielleicht reicht das, wenn wir den jetzt hier so hin platzieren. Für beide Ecken. Wäre natürlich nice. So. Ja, auf der Seite würde es sogar passen. Aber auf der Seite jetzt nicht so hundertprozentig. Okay. Könnte man den hier rüberschieben und dann hier vielleicht noch irgendwas hin oder hier? Okay. Müssen wir beobachten weiter. So, Toiletten. Ja, hier Toiletten. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal schauen, dass wir hier die Bedürfnisse so weit wie möglich abklären oder ja, ausmerzen, dass wir hier eine gute Abdeckung haben. So, dann sollte das passen. Ja, vielleicht hier noch ein Toilettenhäuschen. Warte mal, ich mach das, ich versuche das gleich und wir setzen den Bunker hierher. Dann sollten wir hier eine bessere Abdeckung haben. Hier drüben wird sie zwar schlechter, aber dann setzen wir da drüben einfach noch einen Bunker. So, zack, dann noch die Toiletten. Die setze ich dann hier gleich daneben. So. Ach, hier haben wir wieder keinen Strom. Weil... hier könnten wir den hinsetzen, die Toiletten. Okay, dann setzen wir die Toiletten mal hier hin. So. Und dann brauche ich jetzt hier nicht noch ein extra Ding bauen, ein ja, Notfallgenerator oder Notstromgenerator, so heißt es ja, glaube ich, ne? Ja. Weiß jetzt nicht, ob das schon 100% aufgebaut ist. Hier hinten könnten wir eigentlich noch einen Bunker gebrauchen. So, füllen wir erstmal hier alles auf. Ja, money-technisch läuft es besser als in der letzten Mission, in der letzten... Ja, haben wir das ja auch, muss ich zugeben, ein bisschen sehr stark abused, dass die Möglichkeit, dass wir da einfach, ja, for free money bekommen. Ja, vielleicht mache ich den sogar hier so. So, schauen wir mal, ob das jetzt von der Abdeckung her besser ist. Ach, Toiletten hätten da noch gefehlt, okay. So, Gästeverteilung. Ja, hier ist viel Betrieb. Ach, warte mal, die breiteren Wege konnten wir ja forschen. Warte mal, das würde ich gleich mal checken. Wo war denn das? Nee.
War das Parkkomfort? Gastkomfort war das doch, oder? Breitere Wege, ja. So, wir sollten auch hier und da nicht vergessen auf unsere Expeditionen. Das ist abgeschlossen, okay. Ach, weil ich... Ja, okay, verstehe. Haben wir hier nur Einser? Also Einzelmissionen. Bei manchen Missionen kriegen wir ja zwei Optionen oder zwei, oder hatten wir mehrere Optionen? Hier unten waren wieder... Ja. Okay, dann nehmen wir hier einfach... Oh. Ich würde, glaube ich, erst oder lieber irgendwelche Pflanzenfresser forschen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die dann besser zusammen, dass man die besser zusammen ja in ein Gehege setzen kann. Kann auch sein, dass ich mich natürlich täusche, ne, und das dann. So, was können wir hier? Mhm. Ich würde, glaube ich, das nehmen. Das ist ein richtig geiles Modul. Weil dann können wir jetzt hier, ihr seht es, jetzt können wir hier richtig eskalieren. Das noch auswähle, haben wir immer noch 5 Punkte frei. Warte ich einfach auf die nächsten Fossilien. So, irgendwo würde ich gerne den Sturmgenerator reinhauen. Aber ich glaube, den müssen wir erst erforschen. Ne? Ja, das müssen wir erst erforschen, das Modul. Das heißt, wir brauchen diese zwei Sachen. Und die Personalsachen sollten wir auch forschen. Das heißt, wir können, glaube ich, keine... Doch, wir können neue Leute einstellen. Dann schauen wir mal, was wir... Oh, das wären 10 Punkte. 7. Ja. 9. Oh, sie ist strong. Ich weiß halt nicht, wie viel wir in Wohlbefinden brauchen, ne? Aber sie hat halt auch Potenzial für Logistik und Genetik. Aber ich glaube, wir bräuchten zum Forschen erstmal starke... Ja, er wäre zum Beispiel stark in Logistik. Ich nehme ihn mal. Ja. Genau, und trainieren können wir auch schon. Sehr gut. Das ist jetzt die Frage, ne? Wie viel können wir schon trainieren? Einen Punkt wahrscheinlich, ne? Ach, wir müssen das noch erst erforschen, okay. Gut. Wie gesagt, ich würde jetzt echt auch anfangen, hier die wichtigen Sachen für uns schon mal zu erforschen und so weiterzuentwickeln. Hier haben wir noch. Das geht sich sogar aus. Erforschung ist auch super teuer. Ne? Sie sind zwar hier noch, also nur 100.000 da, aber es summiert sich dann doch relativ schnell. Und mein Ziel ist es jetzt hier erstmal hier ein bisschen, ja, nicht so. Ja, so krass zu eskalieren. Und dass wir dann wieder so ins Minus kommen. Ja, sehe ich einen eigentlich, wie alt die sind? Erhaltenstufe. Aber sehe ich denn, wie alt der ist und wie lange der noch lebt? Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt hier die fette Musik kam. Nee, garantierter Erfolg bei Eiersynthese, ja.
haben wir jetzt noch stillgelegt, weil wir das Gebäude nicht brauchen. Dann ersparen wir uns ein bisschen Betriebskosten, würde ich sagen. So. Auf 500.000, na, zack. 500.000 weg. So, wir haben 5 Punkte. Kriege ich irgendwie 5? Ja, hier kriege ich 5. Dann 17. Weil die 50.000 zahlen wir ja so oder so, na, also von dem her ist es dann egal. Dann lieber hier einen ganzen Block. So, ich verkauf die mal. Dann kriegen wir auch nochmal richtig Money rein. So. Wir können. Ah, ich glaube, wir können schon, oder? Ah, wir haben nicht genug frei. Ah, das sind die zwei Landgrenzen. Meine ich, die brauche ich aktuell nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir müssten alle drei losschicken, ne? Ja. Das waren die... Ah, okay, das ist 4 für die Palio. Dass wir hier dann upgraden. Ja. So. Ach ja, ihn habe ich noch nicht konfiguriert. Ich erinnere mich. Bearbeiten. Okay, es gibt nur Kino. Okay. Hier können wir nochmal. Ja, hier können wir nur das Aussehen ändern. Ach, wir haben noch nichts anderes erforscht. Das kann natürlich sein, ja. Ja, und jetzt heißt es eigentlich Geld verdienen, die Sachen erforschen. Neues lebensfähige Genom, ja, 69% hat er geschafft. Ah, ist keine Expedition da. Ah, können wir hier irgendwas vielleicht? Umsichtige Planung verringert Kosten. Ja. Achso, nein, erhöht die Menge an. Das wäre, glaube ich, gut. Dann kriegen wir schon mal mehr Fossilien. Wie es beim T-Rex, ja. Da ist wieder Stress angesagt. Ja, da warte ich, bis wir wieder genug haben, um auf einmal loszuforschen. Oh. Ja, wir sollten dann auch hier das mit dem Strom wieder irgendwie in den Forschungen machen. Er darf erstmal in die Pause gehen. Und das heißt, wir forschen jetzt erstmal weiter. Forschung war hier. Ja. Ja, dafür haben wir nicht genug Personal frei, weil wir ihn gerade in die Pause geschickt haben. Nee, das geht auch nicht. Ansonsten, das waren die Strom. Ja, die können wir schon mal erforschen. Das waren hier die Stromleitungen. Das ist hier dann das Stromthema. Die Parktouren, okay, okay. Ja, wir brauchen echt Leute mit viel Logistik am Anfang. Gerade, dass man die ganzen Sachen erforschen kann. Krokodile. Kann ich denn hier irgendwie sortieren? Weil das sind hier Vögel, ne, würde ich sagen. Aber meine Dings wäre, ich würde die irgendwie vielleicht nach Pflanzen oder Fleischfresser sortieren. Vielleicht sehe ich es gerade nicht. Oder steht das hier mit dran? Dürre.
Ach, das waren die Modifikatoren, ne? Dass die dann besser für gewisse Sachen geeignet sind, ne? So war das doch, oder? Effizienter Stoffwechsel, Gruppenanpassung. Ja, das waren die Modifikatoren für die Dinos, wo wir dann das, damit haben wir noch gar nicht viel gemacht. Das können wir dann hier irgendwie bei der Synthese machen. Kann ich denn hier schon? Ja, das ist, keine Ahnung, für 100.000, dass der schneller scannt, bringt mir irgendwie nicht so viel. Dann hätte ich lieber, dass die ja weniger kosten oder ihren Treibstoff automatisch auffüllen. So. So, er ist, glaube ich, noch in der Pause. Ja, er holt sich noch. So. Weil Forschen auf jeden Fall jetzt einiges uns heranforschen. Weil solange wir ja gut im Saft stehen, können wir auf jeden Fall investieren in Forschung und ja, Upgrades. Weil ich glaube, solange wir hier die Sachen nicht erfüllen, geht das auch von der Quest nicht weiter. Oder gibt es irgendwie noch ein anderes Questziel, was ich vielleicht jetzt so nicht sehe? Hm, ja. Finanzen, Mission. Ne, es scheint kein Zeitlimit dafür zu geben. Parkbewertung. Vielleicht kommt das noch, ne, aber 40%. Ja, okay, 100 Punkte haben wir dazu gewonnen. Das ist hier, ja, gar nicht sichtbar, wenn man ehrlich ist. Wir brauchen eine gesamte Anziehungskraft von 10.000, okay. Ja, das erreichen wir auf jeden Fall durch Dinos und auch, sagen wir mal, besser oder höher wertigere, glaube ich, Gäste. Mhm. Warum haben wir hier so einen Einbruch gehabt? Das heißt, ach so, ich glaube, ich habe ein paar Sachen verschoben, oder? Hm. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch ein drittes Hotel oder wir bauen dann schon so ein mittleres oder so ein größeres. Und hier haben wir zwei und hier hinten haben wir, glaube ich, eines, ja. Da könnten wir eigentlich ein mittleres Hotel planen. Ist das denn schon freigeschaltet? Ne, ist noch nicht freigeschaltet. Große Hotel, so. Okay, wir haben theoretisch Leute. 8, ja. So, 15. Achso, ein 4er ist noch frei. Dann nehme ich den 5er raus. Dann hier den 4er und den 3er. Zack. Dann haben wir wieder eine volle Charge. Ich bin echt gespannt, was das hier ist. Aber es wirkt auf jeden Fall wie so ein Amphitheater, wo wir dann irgendwelche Dinos reingeben und die sollen dann, ich sage mal, kämpfen unter Anführungszeichen. Das ist dann hier zur Belustigung oder zur, ja. So, Expedition abgeschlossen. Das heißt, gleich in die nächste. Ja, ich würde gleich hier diese Mission weitermachen. Ja, und jetzt weiß ich immer noch nicht, ob das hier dran steht bei den Dinos. Wie lange die leben. Steht das denn irgendwo? Das sind seine Vorlieben und seine Abneigungen. Gehege zerstört. Ja, Narben, Angriff, Verteidigung. Das sind so seine Stats, würde ich sagen. Mhm.
Okay, das sind die Perks, die wir dann... Ah, hier Alter, 29. So, wie alt sind die hier so? 32, ich weiß jetzt nicht, wie alt die werden. Aber ja, wenn so die ersten Todesfälle aufkommen, sollten wir... Ja, hier die kleinen Dinos zu finden, ist halt auch echt schwierig. Die sind auch schon 30, okay. Die sind 14, okay. Und ihr seid so im Schnitt 15. Ja, das sind auch die letzten, die wir bekommen haben. Deswegen ist, glaube ich, jetzt wichtig, dass wir erforschen. Ja, forschen, Expeditionen, die Sachen ranholen. Und halt nebenbei die Parksachen erforschen. Ich würde gerne... Kann ich das denn schon machen? Also ich würde erstmal... Nein, auf die Tickets. Hier auf den Tickets. Ja, die Touren erforschen bringt, glaube ich, nichts. Weil wir haben jetzt wieder 0%. Dann lieber Beobachtungsplattformen. Ja, da plane ich jetzt einfach mal... So, welche hin? Aha, hier gibt's Holz. Warte mal, dann vielleicht sollten wir uns... Wir haben, das ist Luxus Natur. Das ist auch Natur und... Nein, Abenteurer, ne? Das wären nur Dings. Gewünscht von, ja, Naturboys. Ja, wir versuchen das ein bisschen... Abenteuer. Abenteuer bräuchten wir eigentlich gar nicht. Das heißt, wir bräuchten eigentlich gar nicht die anderen. Die wäre ideal. Ist halt die Frage, na, ob dann... Ja, okay, dann planen wir mal hier diese Beobachtungsdinger. Wenn das hier eine Nachfrage gibt, dann könnten wir das eigentlich hier hinten hinstellen. Ach, hier hinten ist der Weg. Kriege ich das denn hier so? Ich würde dann hier hinten mit unserer Bahn rausfahren, am besten. Oder wir stellen das hier so hin in den... Einfach damit wir das Angebot haben. Vielleicht so, dass wir hier hinten noch... Ja, hier hinten mit dem Weg vorbei. Und vorne dann noch irgendwie Gebäude hinsetzen können. Schauen wir mal. So. Theoretisch sollte das ja jetzt Anziehung sein, ne? Schauen wir mal. Planen wir nochmal die nächste. Würde ich gerne hier irgendwo hinplanen. Ja, vielleicht sogar hier so. Hier ist zwar noch nichts drin, also noch nichts von Besuchern oder Dinos. Oder wir machen das hier in die Richtung so, ne? Könnten sogar zwei bauen, ne? Eine auf die Seite und eine auf die andere Seite. Je nachdem, wo du dich hinstellst. Eine hier hin. Aber wenn die Leute das fordern oder... brauchen, dann wird ja da hoffentlich ja unsere Experience oder unsere Attraktion steigen. Das ist ja, was wir unbedingt wollen. So. Schauen wir mal, ob sich das jetzt hier irgendwie bemerkbar macht. Hm.
Wir haben jetzt wieder ein paar Abenteurer. Ist die Frage, sind die hier schon bummvoll? Ja, sind eigentlich schon richtig voll. Ja, hier innen wird man nicht Größeres hinbauen können. Ah, das ist so nervig, das mit den Treibstoffsachen. Kann man hier nicht? Na, hier kann man ja nichts machen, ne? So, nächste Expedition. Ja, ich würde erstmal die Sachen, die wir schon angefangen haben zu forschen, fertig zu forschen. Das ist fertig. Hier. Ja. Sie schicken wir gleich in Pause. Und dann schauen wir mal hier in die Forschung. Und zwar wollten wir ja hier rauf, ne? Ach ja, die ist gerade nicht da. Gastkomfort, wo ist Infrastruktur? Infrastruktur war auch Training und so, ne? Ja. Ja, dafür fehlt uns gerade aktuell das Personal. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch Personal im Bereich Logistik. Einen Platz haben wir ja noch. Kriegen wir einen hier? Er wäre sogar ganz okay mit 10 Punkten. Er hat auch 10. Er hat aber ein größeres Potenzial, ne? Ich nehme mal ihn, den Larry. Einfach damit wir jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen schneller forschen können. Weil ich glaube schon, dass wir, ja, 100.000, 600.000. Krass. 5. Ja, ich nehme immer die größten zuerst. So, und dann haben wir sogar hier noch einen 4er. Perfekt. Und die Fossilien erforschen, damit kriegen wir die ganzen Genome zusammen. Und dann können wir sehen, na, unsere Einnahmen sinken auf jeden Fall. Oh. Ja, ich weiß auch schon, warum sie sinken, weil wir keinen Strom mehr haben. Alles auffüllen bitte. Ich sollte mal schauen, ob wir hier irgendwo Beschädigungen haben. Ich sehe nichts. Naja, ich will nur mal kurz reinschauen. Okay, wir haben hier schon die ersten Sachen. Wir müssten eigentlich auch mal schauen, und zwar hier bei den Dinos. Und zwar kleine Pflanzenfresser, mittelgroße, große Pflanzenfresser. Könnte ich das einfach so forschen? Oder was brauche ich dafür? Oder brauche ich dafür das Genom? Ach, dafür brauche ich eine Parkbewertung von 3. Okay. Das ist der limitierende Faktor. Das hier auch, okay. Das heißt, eigentlich müssten wir ein 3er... Ja, viel fehlt eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, wir bräuchten noch mehr Einnahmen. So 80.000 ungefähr, roundabout. Wie bekomme ich jetzt 80.000? Ja, schon mehr Gäste. Übersicht. Essen. Ja, hier könnten wir wieder Verköstigung bauen. Oh, warum ist das hier rot? Ja, es könnte sein, weil die hier zu voll sind.
Und das weg. Und dann hier die größeren Dinger hin. Hier ist auf jeden Fall Potenzial verschenkt. Ich weiß aber noch gar nicht, ob wir die größeren Dinger schon freigeschaltet. Das große Hotel haben wir schon, aber die größeren Dinger haben wir noch nicht. Ja, ich weiß nicht, kriege ich? Achso, es sind nur 5. So, dann gleich hier ins Personal. In die Pause schicken. Ja, hier ist Potenzial auf jeden Fall verschenkt. Man müsste jetzt überlegen, ob das nicht klug wäre, das weg und dafür ja auch so ein Hotel weg. Lieber hier drüben so ein großes Hotel hinsetzen und dann diese 3 Geschäfte upgraden. Das heißt, wir bauen, eigentlich würde ich zuerst das Hotel versetzen, hier irgendwo hin oder hier hin. So nah wie möglich, dass wir hinten mit der unserer Bimmelbahn vorbeikommen noch, falls wir die bauen. Ja. Weil dann können wir die 2 wegnehmen. Das würde ich gerne verschieben dann. Als günstiger als das abzureißen und ja irgendwo neu zu blenden. Dann kriege ich das hier gegenüber hin, ja. So. Und dann versuchen wir das mal. Nehmen mal die 3 kleinen Geschäfte. Ach, ich bin auch ein, bin ja auch ein Idiot. Oder haben wir das jetzt schon freigeschaltet? Gastkomfort. Kriegen wir da die Punkte hin? Ne, kriegen wir nicht hin, aber wir haben die mittleren Sachen freigeschaltet. Ich sollte vielleicht auf Pause drücken, damit es jetzt nicht zu krass einbricht. Ja. Essen. Essen, 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 essen. Was ist, wenn ich die eine Einrichtung hier hinbaue? Und dann doch noch einen Weg hier runter zimmere. So. Ja, erstmal raus. Dann bauen wir noch eine mittlere Einrichtung mit Getränken. Die baue ich hier hin. Und auf die andere Seite, nein, die andere Seite bauen wir das Souvenir-Ding hin. Ah, ich glaube, ich würde sogar das Essen und Getränke zusammenstellen und das Souvenir dann da, wo die Getränke gerade, das Essen gerade war. Dann hier so hin. Okay. Ja, ist nicht ganz perfekt. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu knapp bemessen. Dann wäre es besser, man macht das nochmal so und so. Ja, es ist ein Tucken besser. Und die Geschenke wollten wir hier hinbauen, ne? So, das heißt, hier haben wir Bekleidung.
Getränke, Essen, ja. Halt erst die Straßen, weil sonst... So. Ich würde zuerst das Essen machen. Konfigurieren. Und zwar am besten, ja, grün wäre gut und weiß, ne? 13.000. Ich würde hier auf die 13.000 gehen, ne? Ja. 23. 27. Ja, 27. Krass, 44. Ja, die 44 nehme ich mit. Das ist die Frage, ob wir jetzt hier noch eine wirkliche Verbesserung hinbekommen, ne? Ja, mehr wie 45 geht erstmal nicht. Dann würde ich das auch erstmal so lassen. Und dann später vielleicht nochmal nachjustieren. So, 11.000. Hier kommen wir auf 13. Neun. Ja, das ist auf jeden Fall hier eine richtige Goldgrube. Hier würden wir sogar noch Sachen verlieren. Betriebskosten. Es ist irgendwie verwirrend, dass dann, ja, dass die Betriebskosten dann quasi mit dem Pfeil nach unten, aber es ist schon so gedacht, dass dann die Betriebskosten dadurch steigen. Aber wir würden keinen mehr Gewinn machen, deswegen lasse ich das mal. So, 8.000, 9.000, 11.000, krass. Die werden so viel Geld abwerfen, 28, oh, 33, 44, 44. Wir sind eigentlich schon bei 50.000, okay, 45, bin ich gespannt. Ja, theoretisch sollten wir jetzt ja deutlich unseren Gewinn steigern. Deutlich. Wie schauen wir denn jetzt hier aus mit... Das passt. Ja, hier kommt dann nochmal Verköstigung hin. Getränke passt sogar. Essen passt auch. Nur Geschenke, also die Souvenirsachen. Halt die Frage, ne? Ich würde mal als erstes nur ein kleines planen. Hier so ein kleines... So ein kleines, ja, Souvenir-Ding. Einfach mal hier so hin. Ganz unvoreingenommen. Mal sehen, ob das ausreicht. Achttausendeinhundert. 19. 22. 29. Krass. Ja, ich glaube, über 30 kommen wir gar nicht. Deswegen würde ich das jetzt auch erstmal so lassen. Und schauen wir mal, wie das jetzt hier mit der Abdeckung ausschaut. Schon ganz gut. Hier könnten wir sogar noch so ein Souvenir-Ding hinstellen. Halt die Frage, ne? Weil hier sind schon 180 von 180 drin. Okay, versuchen wir das einfach mal. Wenn wir dann hier statt dem einen mittleren hinsetzen. Mal sehen, ob der vom Platz sich ausgeht. Geht sich sogar aus. Und ich drehe den mal um und setze den so her, dass wir hier reinkommen und hier noch den Weg hinbauen. So, hier den Weg nach hinten. So.
Okay, das. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so geil war, so eine geile Idee war, aber egal. Ah, hier kommen wir hin. Oh, kommen wir sogar. Weil bei den anderen war ja bei 30k Schluss. Und schauen wir mal, ob wir hier höher kommen. 2,5. Ich glaube, 2,5 war das Beste. 6.000. Ja, 6.000, 7.000. 10k. Nehmen wir mal die 10k mit. Ja, ist jetzt nicht so eine krasse Steigerung, wenn ich ehrlich bin. Ja, im Prinzip verlieren wir hier sogar Sachen schon. Oh. Infizierte Nahrung, das heißt Pause. Wir werden hier einen Dings schicken, der sich darum kümmert. Ja, es sind recht wenig Leute da drin. Ja, die sind bummvoll. Sind richtig voll. Es kann auch sein, dass ich das hier noch ein bisschen einspielen muss. Oder es kann auch sein, dass es zu nah an den anderen Sachen dran ist, ne? Hier würden... Hier hätten wir eine Steigerung. Auf 13. Nehmen wir mal das mit. Hier hätten wir noch eine Steigerung. Aber in Summe machen wir trotzdem Minus, ne? Ja, ist nicht mehr ganz so krass, das Minus. Schauen wir mal, ob da jetzt die Leute hingehen. Ja. Also ihr seht, ne, wir versuchen jetzt hier schon zu minmaxen. 100. Ah, es könnte sein, dass die mittlere hier zu groß ist, ne? Oder wir versetzen das irgendwie in die Richtung. Das werde ich jetzt mal testen. Ich glaube, es bringt uns nichts, wenn wir hier, ja, bescheidene Zahlen haben. Warte mal, ich setze das hier so parallel zum Ding. Zum Hotel. So. Ja, so. Und schauen wir mal, ob das dann besser ist. Von den Zahlen her. Oh, okay, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Machen wir jetzt schon mal doppelten Gewinn. Kommen wir jetzt 45. Ich glaube, mehr wie 45 ging nicht, ne? Ja. Ja, ist einfach 10.000 minus oder 22.000 plus. Ja, das fällt nicht schwer, die Entscheidung. Das heißt, ja, ganz haben wir es noch nicht geschafft. Das heißt, wir könnten jetzt noch unsere Einnahmen, ja, wir werden da weiter optimieren, glaube ich. Ja, hier hinten brauchen wir dann auf jeden Fall noch. Da erstmal hier die Treibstoffsachen auffüllen. Hier war da auch noch was, ja. So, wo fehlt hier noch Strom? Ich glaube, das wurde hier auch gefixt. Ah, hier hinten fehlt der Strom. So, das heißt, wir optimieren weiter an unseren Einnahmen. So, Geschenke passt erstmal. Getränke und Essen war hier noch, ne? Halt die Frage, wie viele Leute sind hier? Wir können ja mal mit einem...
ja, mit einer mittleren. So. Bau das mal hier hin. Und nee, erst so. Wir sind jetzt schon im Plus. Gut. 11.000, 13.000, 13, 26, 31, krass, 44, ja, voll. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall noch Essen, Mittel und Essen, hier eine schöne Futterbude irgendwo hin. Ja, vielleicht bauen wir dann hier noch irgendwas rein. Aber das könnten wir ja auch so machen. Und hier den Weg dazwischen setzen. So. Hier den Weg nach hinten führen. Ja. Und dann gehen wir hier einfach rein. Ja, vielleicht sogar so. Und dann konfigurieren wir Minus. Minus ist halt nicht so gut, aber schauen wir mal, ob wir das irgendwie gefixt bekommen. 17, 2, 2, 2. Es könnte sein, dass die Position nicht so gut ist. Hier haben wir 2, 1. Das ist falsch. Hier haben wir... Was haben wir hier? Eiswaffeln. Das sind aber Getränke, ne? Ah, Sluffy. Ja. .000. Ja, auch nochmal 4.000. Ich glaube, das sollten wir noch ändern. 6.000, 8.000. Jetzt nicht so krasse Sprünge wie bei den anderen. Ich glaube, einmal 8.000 habe ich gesehen, ja. 9. Ja, wir haben einen 9er. 10.000. Ja, ist, glaube ich, nicht die ideale Stelle dafür. Oh, was ist hier? Ach, der schon wieder. Ja. 50.000 und dann müssen wir uns hier um den Ding kümmern. Kurz Pause. Und zwar hier mit dem Medic. Er soll den mal scannen, was hier los ist. So, in der Zwischenzeit starte ich nochmal schnell noch eine Mission. Einfach damit wir hier schon mal die nächsten Daten ranbekommen. So. Okay, der ist am Fighten. Heilt. Ah, der wird schon geheilt. Okay. So, was hat er jetzt? Verursache Angriff auf Parkteams, ja, Verletzung. Diese Nicht-Tödliche führt dazu, dass der Dinosaurier an Gesundheit verliert. Ja, medizinische müssten wir ja eigentlich schon haben, oder? Muss ich das nochmal schicken? Das kann sein, dass nochmal schicken sollte. Ne? Oder heilt er schon? Ah, ich glaube, ja. Er wurde schon geheilt, okay. So, hier Strom. So. Fossilien. So, wir fangen wieder bei den großen Zahlen an. Ja, 3 und 2.
Wir haben keinen Platz mehr für Fossilien oder was? 10 von 18. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich kann den zweiten Slot noch nicht verwenden, ne? Ja, den müsste ich erst frei forschen. Ah, wir haben die 3 Sterne geknackt, sehr gut. Hier hinten haben wir schon mal recht gute Versorgung. Ah. So, Getränke. Und Geschenke. Ja, Souvenirs. Ich weiß selber nicht genau, was jetzt. So, das heißt, wir forschen hier nochmal die nächsten Sachen. Oh, krass. Das ist halt alles Money, ne? Free Money. So, wir fangen wieder bei den großen Zahlen an. Dreier. 2. Und dann 2 Zweier. Dann haben wir das auch voll. Ah, der fightet hier schon wieder den... Was ist mit ihm? Ah, nicht. Der war nur Aggro, glaube ich. Aber mein Plan ist wenigstens ein bisschen aufgegangen, dass sich hier die Leute schön verteilen. Dass wir da nicht nur eine Line haben, wo die Leute reinlaufen. Weil ich glaube, das wäre echt haarig geworden. So, ich würde gerne... Ja. So, das... Ja, alles, was wir jetzt quasi frei forschen und dann später einfach nutzen können, ist, glaube ich, gut. Und 20, was, wir haben jetzt wirklich schon 20 Mille? Krass. Echt krass. Ich würde gerne hier noch so ein Ding bauen. So ein Attraktionsding. Wie hieß das nochmal? Hier war das, ne? Ja, Gästeattraktion. Und zwar hier rein. Jetzt die Frage, ob wir Kino. Ich weiß nicht, ob das andere auch ein Kino war. Wenn ja, dann sollten wir das. So. Plus. Duplikat. Ah, okay. Das war schlecht. Okay, wir dürfen dann immer nur eines darf man von diesen haben. Aber es gibt, glaube ich, auch später dann andere Module. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir auch ein Fitnessstudio. Okay, gut zu wissen, dass man da dann... Oh, wir könnten hier eigentlich weiter forschen. Wir brauchen Genom. Warum geht das nicht? Ach, jetzt. Ja, sie werde ich dann gleich in Pause schicken. Aber hier ist der Gewinn schon eingebrochen, ne? Hier haben wir wieder noch 20.000. Mhm. 9.000 minus.
veganes Buffet. Achso, die wollte ich in die Pause schicken. Ja, verärgert. Sorry. Weil hier... nein, hierfür brauchen wir... Ah, 3,5 Sterne, okay. Ah, ich glaube, das schaffen wir noch nicht, aber ich würde hier... Jo. Zack. Ja. Na, es wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht, hier ein bisschen in Medic zu forschen. Der hat schon 5, ja, er passt. Ja, wie ihr seht, na, wir nutzen das jetzt aus, dass wir eigentlich ganz gut Money machen. Ich versuche natürlich hier die Sachen so zu optimieren. Ja, wir machen gut Gewinn. Und hier die Sachen, na. Ja, das wird dann steigen, wenn wir mehr Dinosaurier in unserem Park bekommen. Mit mehr Forschungen würden wir wahrscheinlich dann auch hier noch Punkte bekommen. Ist halt die Frage, na, wie viel bringt das dann wirklich? Weil wenn hier so die schon 4000 Punkte machen, das heißt, ja, muss man dann schauen. Ja, hier hatten wir irgendwie einen Einbruch. Ja, Abenteuer konzentrieren wir uns gar nicht drauf. Wir konzentrieren uns wirklich hier nur auf diese Sachen. Wie viele Leute? Wir haben ein großes Hotel und ich glaube ein kleines. Das heißt, Plätze hätten wir theoretisch genug. Ja. Hier haben wir ein großes Hotel und hier haben wir ein kleines. Das würde ich dann noch upgraden, wenn wir auf die 2000 zukommen. Oder über 1400. So. Forschung abgeschlossen, nice. Jetzt hier auf jeden Fall hier die, ja, ich glaube, das schaffen wir nicht. 12, ja. Dafür müssen wir dann, glaube ich, hier trainieren, die Leute trainieren. Oder haben wir den in der Pause? Er ruht sich aus. Ja, zwei ruhen sich aus, okay. Ist okay, ist okay. Wollen da. Wir spielen das hier ganz, ganz easy runter. Oder versuchen das wenigstens. So. Wir holen jetzt die nächsten Sachen ran. Hier. Mein Fokus ist erstmal die Pflanzenfresser. Und Fossilien. Da ist 6 Punkte haben wir noch frei. Das würde ich auch warten. Bevor wir da die 50.000 ausgeben. Ja, das könnte ich eigentlich noch machen. Hier so ein bisschen einen kleinen Weg andeuten. Damit ich die, ja, das Tor ein bisschen leichter sehe. Hier den Eingang. Und echt krass, ne? Wie gut die Mission eigentlich bis jetzt läuft. Wir hatten ja Ende vorletzter Folge ja echt Geldprobleme, konnten das in der letzten Folge echt gut fixen. In dieser Folge haben wir jetzt echt richtig Money gemacht. Ja, ich glaube von 8000 auf 24, krass. Obwohl wir forschen, obwohl wir Expeditionen ballern. Und das ist, glaube ich, auch mein Fokus, jetzt hier erstmal die Sachen zu ballern, weil wenn wir die Sachen ja erforscht haben, ja, schicken wir gleich den nächsten raus. Wenn wir hier die Sachen erforscht haben, dann haben wir das Geld ja schon investiert und können dann ja ganz entspannt hier anfangen, falls uns die Dinos wegsterben, hier nachzuzüchten, ne? Die haben wir. Und von den anderen haben wir noch gar nichts erforscht, ne? Na, es könnte dann Dämpfer sein, wenn die dann wegsterben und wir dann hier so, ja, so einfache, oder ich weiß nicht, einfache ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht Dinos nachcraften, die nicht so viel Prestige haben.
Weil die T-Rexe sind halt insane, ne? Ich weiß halt nicht, wie alt die werden, ne? Wenn die 60 werden, ist es eher nicht so gut. Wenn die 300 Jahre alt werden, dann haben wir noch viel Zeit. Okay. Siebzehn. 18. Kann ich das auch wieder rausnehmen? Das eigentlich auch. Damit wir wieder Plus machen. Ja, hier fehlen uns dann ein bisschen die Gäste, glaube ich noch. Ja, genau. Ja, ja. Dass wir beide dann immer Akro werden, aber gut. Warte mal, den Weg könnten wir noch wegnehmen wieder. Gut, ich würde sagen, ja. Ich komme nicht raus. Am liebsten würde ich weitermachen. Ich danke euch fürs Dabeisein und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dann. Servus.